Kurze Frage wegen morgen. Wollte ich euch beide fragen. Ich will morgen um 6 Uhr joggen gehen. Wer begleitet mich von euch beiden? Guten Morgen, liebe Leute. Herzlich willkommen zum zweiten Tag hier aus Nordkorea, aus Pyongyang. Wir haben wieder ein straffes Programm vor uns heute. Wir gehen als erstes heute auf diesen Turm. Ich glaube, der ist Turm des sozialistischen Friedens oder irgendwie so etwas. Und ist 170 Meter hoch. Ich versuche jetzt gerade mal hier den Guards zu entkommen. Da oben brennt irgendwie eine Flamme. Man kann da mit dem Fahrstuhl hochfahren. Das werden wir jetzt gleich mal machen. We'll speak slowly but surely so you can leave. Oh, but I never lost faith in our eyes. Locked and lost in this world. So, wir sind wieder vom Turm heruntergestiegen. Wir haben jetzt, glaube ich, das nächste Ding. Ich weiß gar nicht, wo es jetzt hingeht. Ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, dass es jetzt am dritten Tag, ist nämlich nicht der zweite, wie ich vorhin gesagt habe, sondern der dritte Tag, wo wir hier sind, dass es langsam, dass man natürlich ein Gefühl dafür kriegt, dass die ganze Zeit Guides da sind, die aufpassen, was man macht. Und man sich dann die Frage stellt, warum das so ist. Und auch gestern, als wir in diesem Freizeitpark waren, dass das Gefühl, es ist gestellt. Und deswegen wird man ein bisschen kritisch, sag ich mal, und hinterfragt das eine oder andere. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt bei den nächsten Stops ist, wo wir jetzt hinfahren. Nächster Stopp auf unserer Reise ist jetzt das Kriegsmuseum. Und da dürfen wir keine Feuerzeuge mitnehmen, stimmt? Keine Feuerzeuge. Hier darf man nicht rauchen. Hier darf man nicht rauchen, keine Feuerzeuge sind erlaubt. Das ist auch so. Made it. Heftig. Ja. Heftig. Hier. Schöne 486er Computer. Uns wurde jetzt das ganze Schiff gezeigt. Uns wurde natürlich als Riesenerfolg gefeiert, dass sie den Amerikanern diese Pueblo abgeschwatzt haben bzw. sie gekapert haben. Die war irgendwie vor den Meeren hier im Hoheitsgebiet der DPRK unterwegs. What's your name? Ottawa. Bye, waitress. Kim. Kim Ji. Kim Ji. Hyun. 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 So, Mittagessen ist durch. Kaffee ist getrunken. Jetzt geht's zum nächsten. Ich glaube, zu einem Kinderpalast oder so etwas. Den wollen wir uns jetzt anschauen. Musik.
jetzt auf jeden Fall in den Science Park und checken den mal aus. Er hat gesagt, es ist Linux Red Star. Das ist ein neues. Sie hat gesagt Android. Echt? Nee. Android ist das Handy-System. Ist US. Nein, Android ist ein US-System. Habt ihr, aber ihr macht doch, das ist ein Telefon von euch, produziert. Ja. Mit Android. Selber. Mit Android-System. Ja. Ist aber nein. Nur so, die Systeme haben wir von Amerika eingekauft. Gekauft und dann verändert. Ja. Kann ich nachher an so einem Computer mal ein bisschen gucken, wie der ist? Später. Versuchen uns mal hier kurz ins Internet zu hacken. Wie geht denn der Bums hier an? Da ist rausgezogen. Sorry, do you speak English? A little. Uh-huh. Wieso sind die alle nicht angeschlossen? Angeschlossen? Was ist das? Die sind ja alle gar nicht in Benutzung. Der braucht ja Strom. Ah, 그러니까 이거 지금 이거 접속해 뽑아놨나 물어봤습니다. Die sind ja alle aus. Sie sagen auch, gibt es keine Spezialgründe. Aber ja, ich meine, du musst ja hier ein Kabel verlegen, damit du überhaupt loslegen kannst. Das ist ja, da ist ja gar kein Strom. Da ist ja nicht mal ein Stecker. Ja, ja, richtig. Warum? Dann kann man die Computer ja gar nicht nutzen. Ja, heute, aber guck mal. Du kannst ja die stecken dann immer das hier rein, oder was? Ja. So. Nee, die muss doch jetzt nicht für mir aufstehen. Ich möchte mal, das ist zum Beispiel Intranet. Und das ist Homepage von, also hier die Wissenschaftszentrum. Und dadurch können die ein paar Branchen, zum Beispiel so hier, also suchen. Aber könnt ihr mal nach Deutschland suchen? Oktoberfest oder sowas? Jogi Deutschland. Kann ich eingeben? Sangsige, also hier auf Koreanisch alles geschrieben, deshalb. Ich will mal Bilder von Oktoberfest sehen. So, auf Deutsch. So, die andere Materialien, Informationen über Deutschland. Ja. Die sind alle auf Koreanisch geschrieben, deshalb so hier die, wie sagt man das, gelagertes deutschsprachigen Informationen hier auf der Liste geschrieben. Hämatologische Erkrankung, Gemüse biologisch anbauen, hey, das ist doch toll. Hier. Okay. So, kannst du mal das PDF hier aufmachen? PDF? Ist hier PDF. Gemüse biologisch. Okay, gib hier. Das hier? Oh, das war jetzt aber nicht. Boah. Gemüse biologisch. Schau an, Panda. Oha. Wie spannend. Super. Danke. Vielen Dank. Ja. Danke. Das ist ja vor allem komisch, dass die Jungs hier sitzen. Die sitzen einfach nur so hingesetzt. Das ist mir unbegreiflich. Oha! Ich hab Angst! Ah. Ich hab Angst! Nein! Ja. Okay, und los! Oh, oh Gott! Zu schnell! Viel zu schnell! Musst du das langsam machen? Willst du nochmal probieren? Nee, man muss das anders machen. Du musst eigentlich mit dem Fuß hier hin. Komm. Wie viel Kilogramm? Ich hab's zweimal gemacht. Wie viel Kilogramm? 80. Ich bin 95 Kilogramm. Dann bin ich. Das machen wir dann. Schaffst du. Ich hab gemacht, du hast gemacht. Ich bin auch so 50 Kilogramm. Komm. Ich hab 50 Kilogramm mehr als die. Das ist das für die Kinder. Komm. Wenn ich kaputt mache, dann darf ich bezahlen. Ach
so, und ich? Und ich? Er hat sich einfach nicht getraut. Aber bei dir passiert nicht so viel, ne? Ja, weil du alles wegsaugst. Du hast weniger Einfluss. Du saugst ja alles weg. Du hast quasi keinen Einfluss. Gottscherum. Bei mir passiert gar nichts. Ja, weil du bist abgemeldet. Guck mal. Darf ich jetzt auch mal? Ich will mal wissen, ob bei mir was passiert. So, nur noch mal, um die Situation aufzuklären, die drinnen gerade geherrscht hat. Die hatten da ganz viele Computer. Und ich habe dann gefragt, was für ein System die da drauf haben. Da haben sie erst gesagt Linux mit einer eigenen Version, einer Red Star Version. Und dann stellte sich aber raus, dass es eine Android-Version ist. Und da waren halt ganz viele Computer, die waren überhaupt nicht angeschlossen. Also Stecker. Und da habe ich gefragt, warum. Und dann haben sie erst gesagt, ja, weil die werden immer eingesteckt, wenn diejenigen sozusagen anfangen, an den Geräten zu arbeiten. Dann hat der Nächste gesagt, nee, die sind ganz neu. Es war so ein bisschen hin und her. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ab und zu da, sage ich mal, so Besuchergruppen irgendwie hingesetzt wurden an irgendwelche Plätze, wo eigentlich gar nichts war, saßen irgendwelche Kinder rum. Und dann, wenn wir weggegangen sind, kam dann irgendeine Dame und hat die woanders hingeführt oder gesagt, hier, bleibt noch sitzen oder geht jetzt weiter. Das war ein bisschen komisch. Man hat das Gefühl, dass sie sozusagen unseretwegen da sind, um das Ganze ein bisschen belebt aussehen zu lassen. Ich weiß auch jetzt nicht, ob das in irgendeiner Weise schlimm ist oder so. Die wollen natürlich den Platz hier irgendwie promoten. Grundsätzlich finde ich es auf jeden Fall einen richtig coolen Platz, wo die Kids irgendwie lernen. Und die haben mir auch am Computer da gezeigt, dass sie da deutsche Bücher haben, wie man biologisch anbaut und so weiter. Also sieht nicht, ist jetzt kein kompletter Fake in irgendeinem Sinne. Es wird natürlich versucht, das irgendwie so nice wie möglich aussehen zu lassen. Und deswegen werden da irgendwie wahrscheinlich Kinder hingesetzt, die sonst nicht da wären. Also so macht es zumindest den Anschein. Kurze Frage wegen morgen. Wollte ich euch beide fragen. Ich will morgen um 6 Uhr joggen gehen. Wer begleitet mich von euch beiden? So, eigentlich konnten Sie mit dem Reiseleiter joggen. Mit dem Reiseleiter? Aber wir joggen gar nicht. Also um 6 Uhr treffen wir uns, ne? Zum Joggen. Morgen. Ich? Ja, wir beide. Also ich will joggen gehen und ihr müsst mich ja begleiten. Eine Stunde joggen, ne? Ja. Eine Stunde? Stunde? Eine Stunde. Eine Stunde. Schaffst du. Oder du? Eine Stunde. Aber ich will nicht. Aber ich kann nicht. Ja. Ich will doch, ja, aber. Ich hol dich ab. Ja. Welche Zimmernummer hast du nochmal? Mit ihm, ja, so ungefähr. Ja, alles gut. Ja, war echt ein krasser Tag. Am Anfang war es irgendwie total komisch, sag ich mal, mit den Aufpassern, die wir haben, mit den Guards umzugehen. Aber ich habe dann irgendwann entschieden, nach dem ersten Mal, wo wir da auf dem Turm waren, dass ich einfach versuche, ein bisschen mit denen Kontakt aufzubauen und sag ich mal, ein freundschaftliches Verhältnis hinzubekommen. Das habt ihr vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle gesehen. Ich fand auch diesen Science Center einfach richtig, richtig cool. Und auch wie die da mit den Kindern arbeiten. Natürlich weiß man nicht, also Propaganda hin und her. Es gibt diesen Ort definitiv. Ich war da. Es wird dort gearbeitet, es wird dort gemacht und getan. Und was davon jetzt Propaganda ist, ist mir eigentlich relativ egal, weil der Platz ist nicht Propaganda, sondern die Kinder gehen da wirklich hin und werden da unterrichtet und können sich ausprobieren. Ja, es ist immer so ein ambivalentes Verhältnis zu einerseits denkt man, okay, irgendwie ist das alles hier nicht korrekt und im nächsten Moment sieht man dann solche Institutionen, die so gut laufen und so sauber und gut funktionieren offensichtlich. Zumindest das, was ich gesehen habe, dass man immer so hin und her gerissen ist, wie man es bewerten soll. Aber ich werde weiter gucken und die nächsten Tage weiter mich mit den Menschen hier auseinandersetzen, um mehr zu erfahren. Und ich würde sagen, ich beende jetzt den Vlog. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen in alter Frische. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao aus Korea. Thank you.
Mütze. Lass die Mütze auf, ich feier die. Die Mütze ist wirklich. Ich meine, der Joel regt sich auf, weil er gar keine hat. Ja. Die ist scheiße, die Mütze, aber zumindest habe ich eine.